Um die Trophäe Tontauben schießen in Deathloop ganz easy freizuschalten, musst du dich als Cold erstmal mit der Tafelfähigkeit Karnesie ausstatten und anschließend drei Gegner in die Luft schleudern und sobald die Gegner in der Luft sind, denen dann einmal entsprechend einen Headshot verpassen, um an die Trophy zu kommen. Die Tafelfähigkeit Karnesie selber, die bekommst du einmal über Alexis in Abdam am Abend. Besuch einfach seine Party, kill ihn und nimm die Tafelfähigkeit mit. Sobald du Karnesie besitzt, rüste sie einmal aus, reiche sie am besten auch an, so hast du sie auf jeden Fall noch loopübergreifend. Und ansonsten ist es nicht wichtig, dass wir für Karnesie noch irgendwie Verbesserungen mitnehmen. Es reicht wirklich die Grundausstattung. Und dann brauchen wir natürlich als nächstes noch eine ganz gute Location. Und ich denke, das funktioniert einmal in Abdam am Morgen ganz gut. Du siehst nämlich, sobald wir jetzt hier das Versteck nach rechts gleich verlassen, haben wir schon mal zwei Gegner, die wir dann ganz gechillt und in Ruhe nämlich einmal killen können. Und an dem wir nämlich Karnesie einsetzen können, ohne dass uns irgendwie jemand sonst bemerkt. Ansonsten ist es natürlich auch noch ganz wichtig, dass du eine Waffe mitnimmst, die entsprechend Power hat, sodass du auf jeden Fall One-Shot einen entsprechenden Headshot verpasst und der Gegner tot ist. Du siehst jetzt einmal hier, hat das wunderbar funktioniert. Du hast den Gegner einmal mit L1 angewählt, dann mit dem linken Stick ein bisschen nach oben gedrückt, sodass er auf jeden Fall nach oben geschleudert wird und irgendwie nicht nach links und rechts. Und dann entsprechend in der Luft einmal einen Headshot verpassen, was natürlich auch mit ein bisschen Glück verbunden ist. Du siehst jetzt hier in dem Fall hat das nicht funktioniert. Das bedeutet allerdings auch, du musst diese drei Kills nicht in Folge machen, also diese drei Headshots, wenn die in der Luft sind, musst du nicht hintereinander machen, sondern das kannst du wirklich über das Game verteilt oder auch in mehreren verschiedenen Loops auf verschiedenen Maps machen. Das bleibt dir frei. Wichtig ist halt wirklich nur, dass das Ganze unter dem Einsatz von Karnesie funktioniert. Also es bringt jetzt auch nichts, wenn du irgendwie einen irgendwo runtertrittst und dann kurz darauf ihm irgendwie einen Headshot verpasst, sondern es muss wirklich einmal unter dem Einsatz von Karnesie erfolgen. Bedeutet also immer schön mit Karnesie ausgestattet, einmal die Gegner hier in die Luft schleudern, eine entsprechende Waffe natürlich bei dir tragen, die ordentlich Power hat. Du kannst das zum Beispiel auch mit dem Vierpfünder machen. Hier habe ich jetzt einfach den Gegner mal aus dem Weg geräumt, damit wir den hier ungestört haben. Und du hast gesehen, hier jetzt in dem Fall hat es auch funktioniert. Das war jetzt der zweite Headshot. Ich habe am Anschluss von dieser Aufnahme jetzt hier noch einmal den Mitschnitt reingestellt. So siehst du auf jeden Fall, wie ich die Trophy bekommen habe. Leider ist mir die Originalaufnahme flöten gegangen. Aber es waren dieselben Locations. Es war derselbe Weg, den ich dir hier jetzt einmal zeige. Und wichtig ist halt wirklich nur einmal Karnesie bei dir zu tragen. Und natürlich auch entsprechend eine Waffe, mit der du die Headshots hier einmal durchführen kannst. Du hast jetzt gesehen, jetzt war hier der Headshot Nummer 3. In dem Fall wäre jetzt hier die Trophy auf jeden Fall einmal erfolgreich. Es kann natürlich sein, dass der Counter das vielleicht nicht immer so direkt mitbekommt, aber ich denke, auf jeden Fall sollte es auf dem Weg einmal klappen. Ich hoffe natürlich, dass du die Trophy jetzt auch bekommen hast und würde mich freuen, wenn wir uns in einem weiteren Guide hier auf dem Kanal wiedersehen. In diesem Sinne, hab vielen Dank, hau rein und mach's gut.